Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Servus die Mauern, grüß euch die Buben. Heute haben wir uns was Besonderes ausgedacht, und zwar drehen wir den Barmixer in Leutzmannsdorf am Flughafen. Der Grund deswegen wird uns der Herr Aschauer, der Werner, genauer erklären. Wir starten mit Juli, August eine neue Eventreihe im K1. Und warum wir hier sind, sehen wir schon im Hintergrund. Wir starten im K1 eine neue Eventreihe, die nennt sich Reise durch die Welt der Cocktails. Starten tun wir in Brasilien, geht dann weiter nach Kuba, Jamaika und Mexiko. Ihr kommt zu uns ins K1, trinkt einen Cocktail und bekommt von uns einen Gutschein und nehmt gleichzeitig bei Konsumation dieses Cocktails an einem Verlosung teil, wo wir für 3 Personen einen Rundflug mit diesem Hubschrauber im Hintergrund verlosen. Und jetzt starten wir mit Brasilien, oder Ernst? Jawohl, mit Brasilien. Und ich möchte euch das Nationalgetränk der Brasilianer näher vorstellen, den Caipirinha. Ursprünglich ein Bauerngetränk. Hierzu verwenden wir einen Chacasa, in diesem Fall einen Pitu. Wird aus Zuckerrohr produziert. Und dazu brauchen wir noch eine halbe Limette und ein bisschen Rohrzucker. 2 Teelöffelchen Rohrzucker. Wenn geht, möglichst einen feinen Rohrzucker. Es geht auch der grobe, aber der feine vermischt sich schön mit dieser Limette. Das Ganze wird zerdrückt. Das sollen wir aber nicht drehen, oder? Man sollte das nicht drehen. Folgendermaßen, die Schale beinhaltet Bitterstoffe und ätherische Öle. Und wenn man das zu viel dreht, wird das Ganze eine Spur zu bitter. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt unser Freund Eis, Crash-Eis diesmal, und nun 5 Zähl vom Chacasa. Das Ganze wird jetzt anständig verrührt. Jetzt füllen wir das Glas auf mit Crash-Eis. Strohhalme rein. Und Werner kann schon kosten. Bitteschön. Perfekt, ich gehe jetzt schon in die Luft. Joachim Funk am 16.05. live im K1. Ja, meine Damen und Ladies, am 23.05. ist es wieder soweit. Wir haben speziell für euch im K1 We Love Ladies. Für alle Damen, die kommen zu uns, gratis Martini Asti. Wir läuten ja eine neue Idee. Die 90er, eine neue Eventreihe erstmals am 30. Mai im K1.